Wir besuchen heute Handmacher Nummer 3, Christian. Er ist auch bekannt als der Liederstädter und macht Liköre aus Sachen, wo man sich nicht vorstellen kann, dass man diese trinken kann. Likör an sich kann man auf verschiedenen Weisen machen, als Ansatz oder indem man halt frische oder selbstgemachte Säfte kombiniert mit Zucker und Alkohol. Aber du guckst ja nicht nur nach einem Trend, sondern bist ja auch sehr kreativ, sag ich mal, in deinen Kreationen. Und was inspiriert dich da, so außergewöhnliche Sachen zu kreieren? Also erstens, ich folge keinen Trends, ich setze welche. Ich probiere das auf jeden Fall mit meinem Unternehmen, dem Liederstädter. Es hat sich viel entwickelt in den 5 Jahren, was sehr beeindruckend ist. Von Weltneuheiten, geschmacklichen Faszinationen, die ihresgleichen suchen. Ja. Für ein Klientel, was offen ist, habe ich was sehr Besonderes zu bieten. Sind auch nicht zu süß. Das ist ein wichtiger Punkt, der sehr zeitgemäß ist. Weil Zucker ist schon ein Problem und man hat viel Spielraum noch bei den Likören, den die Industrie nicht wirklich wahrnimmt, aber ich. Ich mag es auch nicht, die Sachen zu verdünnen, um mehr Geld rauszuschlagen. Es geht um die Erfahrung, es geht um Genuss, um Geschmacklichkeit. Und ja auch das Handwerk, oder? Ja, und das Handwerk, ja. Ja, und das ist von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr eine andere und eine besondere Erfahrung immer wieder. Das ist das Besondere an dem Kraut, das hat Geschmacksnoten von Lakritz und Anis. Und das ist halt der weltweit erste Lakritzlikör, der nicht auf Süßholz basiert. Ja, damit ist das schon eine kleine Revolution. Ich habe ein Douglasie gesucht und ich dachte, ich hatte eine Douglasie und da hatte habe ich dann erfahren, dass das eine Colorado-Tanne ist. Und der Geruch, der war so faszinierend, so facettenreich. Da kam ich nicht drum rum, den zu verarbeiten. Der Name, der Geruch, war schon da an Faszination. Ich habe ein absinthähnliches Fichtengetränk kreiert, aus Maitrieben von Fichte, sowie basierend auf Zapfen von Fichte und Kiefer. Das wurde mit Wermut und ein Hauch von Zimt verfeinert. Ja, das sind die 3 Parallelen zum Absinth. Der hohe Alkoholgehalt von 54%, der Einsatz von Wermut und die Fähigkeit, dass er sich milchig färbt, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Das ist die Parallele zum Absinth und so habe ich ein neues Getränk erschaffen, was mit seinen hohen Prozentzahl sogar noch recht mild ist. Der kratzt nicht. Das ist kein Prolet. Der ist angenehm, intensiv, kraftvoll und versorgt dich mit Energie, erwärmt dich im Winter. Er kann dein bester Freund werden. Sehr gut.